Während die USA in Afghanistan auf einen Strategiewechsel setzen, weg von Luftschlägen hin zum Gewinn der Akzeptanz der Bevölkerung, Verstärkung des zivilen Aufbaus, setzt Deutschland offensichtlich verstärkt auf militärische Eskalation. Und wenn dann dabei etwas schief geht, haben wir einen Bundesverteidigungsminister, der schlicht und ergreifend die einfachsten Tatsachen leugnet. Wir brauchen eine Wende in der Afghanistan-Politik. Frau Merkel muss sich endlich ihrer Verantwortung dafür stellen. Die Defizite beim zivilen Aufbau, insbesondere beim Aufbau der Polizei, müssen endlich behoben werden. Die Militärstrategie muss hingehen zum Schutz der Bevölkerung. Das ist die Herausforderung, vor der die Große Koalition, vor der Frau Merkel und ihr unseliger Verteidigungsminister versagen.